Lok Leipzig gegen den VfB Auerbach im Bruno-Plache-Stadion. Es war windig, es war sehr windig. Lok-Trainer Chiva hatte da so seine Problemchen beim Herrichten der Decke, brauchte 3-4 Anläufe. Aber dann saß er, dann hatte er es geschafft, sollte bei seinem Team natürlich heute geschmeidiger aussehen. Lok von Beginn an das bessere Team. 3 Minuten waren gerade gespielt. Sürch mit dem feinen Pass auf Pfeffer. Sascha Pfeffer, 8 Tore hat er schon erzielt. Auerbach hier viel zu weit weg von den Gegenspielern. Weiter die Hausherren, wieder Sürch, der suchte oft den vertikalen Pass über Umwege zu Ciane und der lag am Boden und wollte den Strafstoß haben gegen Maximilian Schmidt. Da gab es einen Kontakt, aber beide laufen nur gegeneinander. Harter Rempler, mehr nicht. Ecken waren schwierig zu treten wegen des Windes. Die kam sehr gut. Sebastiano Giauplari hatte da zu viel Platz aus Sicht von Lok. Die Hausherren wollten nach dem 3:2-Sieg letzte Woche in Jena unbedingt nachlegen und nicht ausrutschen gegen den Tabellenletzten Ogbidi Rangelow. Wie ging der denn noch rüber? Bogdan Rangelow rutschte für Zalewski in die Startelf. Er war nicht so richtig drin im Spiel, aber der musste natürlich zwingend rein. Auerbach wollte aus einer sicheren Abwehr herausspielen, das klappte nur so bedingt, aber vorn raus gucken, das war dann doch schon ab und an mal drin. Keppel gegen Sivas, Loks Torwart zur Stelle, er bekam in Jena einen Schlag gegen den Ellenbogen, spürte danach 3 Tage seine Finger, nur so halb, seit Mittwoch hat er wieder Gefühl und hier hatte er die kurze Ecke zu. 28. Minute, es war kein Tag für Zauberfußball, der nasse, schmierige Rasen tat sein Übriges. Egiz Eder. Und dann Ciane mit dem 1:0. Er trifft und trifft und trifft jetzt zum 15. Mal schon in dieser Saison, zum 10. Mal zum 1:0 für Lok. Schmidt noch mit der Hand dran, aber es reichte nicht, um den Ball noch an oder um den Pfosten zu lenken. Die Führung für Lok gab natürlich Sicherheit. Auerbach mal sehr hoch mit der letzten Reihe und auf einmal völlig blank. Ciane auf dem Weg zum zweiten. Rangelow dabei. Und das war nur der kleine Bruder einer Ablage. Insgesamt war es ein ähnlicher Spielverlauf wie damals gegen Lichtenberg. Da führten sie 1:0, vergaben viele Hochkaräter und verloren am Ende noch 1:3. Es war ein Spiel in eine Richtung. Ogbidi durch Theo Ogbidi. Jetzt kam auch noch Alupech hinzu. Auerbach mittlerweile mit dem 0:1 sehr gut bedient. Insgesamt wollte Trainer Sven Köhler ja die Gegentorflut in diesem Jahr vermindern. 55 Gegentore. Fürstenwalde hat 1 mehr bekommen. Ansonsten ist das ja der Negativ-Topwert. Aber es war ja noch was drin für sein Team in Durchgang 2. Das ist Fufak, rutschte aus dem Mittelfeld links nach hinten. Traumpass auf Pfeffer. Rangelow ist unten dabei. Hätte das leere Tor vor sich gehabt. Pfeffer machte es allein. Das war das Auffälligste von Lok im zweiten Durchgang. Ansonsten fiel Auerbach. Osse, der wurde eingewechselt. Genauso wie Seidel. Die beiden im Zusammenspiel. Wieder Sava Osse. Und wieder Seidel. Er hat schon einige Male bewiesen in dieser Saison, dass er Auerbach nach seinen Einwechslungen helfen kann. Hier leichte Rückenlage, der Ball übers Tor. Freistoß, Auerbach, beste Phase jetzt der Gäste, knappe Stunde rum im Bruno-Plache-Stadion. Lok sehr tief, hinten gestaffelt und dann André Brecher und Sievers sicher. Brecher mit 4 Toren, der beste Torschütze beim VfB. Ging hier noch was, 70. Minute. Lok im eigenen 16er, das wollten sie doch eigentlich selbst praktizieren, allerdings auf der anderen Seite. Weiter Auerbach mit Zimmermann und dann Sava Osse an die Latte. Da war sie, die Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich, aber es sollte am Ende einfach nicht sein. Auerbach verliert. Leipzig hätte früh für Klarheit sorgen können. So wurde es ein Arbeitssieg. Auerbach belohnt sich nicht und war deshalb am Boden. Wenn du in Leipzig was mitnehmen willst, kriegst du ja keine 5-6 richtig guten Torchancen. Ich denke, wir hatten 2-3 und von denen musst du dann eins machen. Wenn du hier
mit einem Punkt nach Hause fahren willst? Erste Halbzeit, hui, zweite, hui. Naja, ich würde sagen, erste Halbzeit klar im Griff gehabt, müssen halt einfach das zweite, dritte Tor machen, haben wir leider verpasst. Dadurch wird es dann hinten raus einfach eng, weil die spielen alles oder nichts. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr schön. Platz wurde auch immer schlechter, aber unterm Strich zählen die drei Punkte, glaube ich, das ist am wichtigsten. Und deswegen sind wir unterm Strich zufrieden. Jamal Cihanec schiebt Lok wieder näher ran an den BFC. Dynamo Platz 1 bleibt weiter fest im Blick bei Blau und Gelb.